Hallo Leute, willkommen beim Milchbauer in Südamerika, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 29. Das Grasfeld habe ich jetzt abgeerntet und endlich kann ich diesen neuen Gärreste-Sprüher ausprobieren. Ja, das wollen wir auch gleich machen. Vielleicht sollte ich den ausklappen, bevor ich mich hier hinstelle. Damit ich weiß, wie breit der wird. Okay. Ist das vollständig ausgefahren? Ja, sieht so aus. So. Da können wir, glaube ich, nicht ganz bis an den Rand fahren. Weil sonst bleibt der da hängen an dieser Erhöhung. Wenn man hier so guckt, sieht man, wie es rechts höher wird. Aber wenn ein Teil nicht so optimal gedüngt ist, ist auch völlig in Ordnung, denke ich. So, dann schalten wir das jetzt mal an. Zuerst ausklappen habe ich doch gerade schon. Jetzt klappt er sich wieder ein. Okay, also klappen wir nochmal aus, weil es so schön ist. Gut. Ob das Ding womöglich nicht richtig funktioniert, das wäre doch schade. Jetzt fahre ich es mal runter. Okay. Vielleicht kann man es dann anmachen. Ja, jetzt ist es an. Und jetzt schaben die... Diese Dinger da auf dem Boden lang, das ist ja schon etwas merkwürdig. Nun gut. Gucken wir mal, wie es ist, wenn wir damit fahren. Naja, es funktioniert. Das ist gut. Jo, jetzt kratzen wir hier links im Boden drin, weil wir so schräg stehen. Das ist aber für rechts ganz gut. Dann mache ich doch mal einen Screenshot von unserem schicken neuen Güllefahrzeug. So, und nochmal von vorne. Bitte lächeln. So, und nun darf der Helfer loslegen. Sehr gut, José. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Naja, da werde ich wohl bald auch wieder selber fahren müssen, um das aufzufüllen. Gut, was wollte ich jetzt hier noch machen mit meinem dreckigen Trecker? Ich wollte auf den Grasresten noch Heu machen. Ja, mache ich das doch gleich mal. Okay. So. Und jetzt hängen wir uns gleich den Zetter dran. Ups, andersrum. Na, ob das reicht? Es reicht tatsächlich. Aber die Frage ist, ob wir da jetzt rauskommen. Nein, da habe ich mich jetzt schön festgefahren. So. Nein, vorwärts wollte ich jetzt. Ja, so müsste das jetzt langsam klappen. Okay. Eieieiei. Gut, wo fangen wir an? Am besten da in der Nähe vom Haus. Oh, es gab übrigens ein neues Update, dass man jetzt da, wo man bearbeitet hat, landschaftsbaumäßig, wächst auch Gras, wenn man da eine Grastextur hat. Ich denke, ich werde mir hier den Platz vor dem Haus jetzt gleich nach der Grasernte mal freischaufeln, damit man da irgendwie auf den Hof gucken kann und nicht mitten in den Bäumen steht. Das habe ich ja bisher gelassen, damit weiterhin Gras wächst, denn hier sieht man ja da links,
Neben dem Haus wächst kein Gras mehr. Aber das ist ja jetzt kein Argument mehr. Das hat sich ja jetzt geändert. Aber ich werde erstmal das vorhandene Gras abmähen, denn das ist wahrscheinlich reifer und ergiebiger als das Gras, was dann da frisch wächst. So. So. Und wenn ich da dann einfach eine Grastextur mache, dann wachsen da vor dem Haus keine Büsche mehr. Das sieht zwar so ganz hübsch aus, aber es ist irgendwie ein bisschen lästig, wenn man da mähen will. Ich überlege sogar, ob ich hier diesen ganzen Bereich in reines Gras verwandle. Ah, jetzt ist der Tank schon leer. Nun gut. Jo, dann klappen wir das hier mal zusammen und fahren Nachschub holen. Das war ja klar, dass wir auch mit diesem größeren Güllefass oft zur BGA fahren müssen. Aber halt nur halb so oft wie mit dem kleinen. Tucker, Tucker. Das wäre jetzt auch was für Cosplay. Ich habe es mir jetzt immerhin schon mal runtergeladen und werde mir das dann mal mit möglichst viel Ruhe angucken, weil das muss man ja auch erst lernen, das zu bedienen. Und wenn ich es dann bedienen kann, dann mache ich da auch mal Tutorials zu. Und dann kann ich solche Fahraufgaben von den Helfern machen lassen. So, langsam tuckeln wir hier da vor uns hin. Der ist schon schnarchnasig. Aber ansonsten auf dem Feld ist der ganz prima, dieser Fiat. So, mal gucken, wie viel wir da heute drin haben. So. Oh, oh, oh. 347.000. Es wird also mehr, obwohl wir jetzt unser ganzes Feld düngen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da, weil das ja ein wertvoller Dünger ist, diese Gärreste, ob ich hier eine Verkaufsstation hinbaue, wo ich die Gärreste verkaufen kann und wo die anderen Bewohner von Estancia La Pacho, also von der ganzen Gegend, kommen können, um die Gärreste dann zu kaufen. Das dachte ich mir, könnte man vielleicht hier irgendwie hinstellen. So ein Silo, wo die abzapfen können und wo ich Gärreste verkaufe. Weil die können das dann schön als Dünger nehmen. Ich brauche ja gar nicht so viel. Und ich könnte zwar Düngeraufträge annehmen, aber dann müsste ich da 100-mal mit meinem Tuckerchen zu dem Feld fahren und wieder zurück zum Nachladen, und ich habe ja eigentlich sowieso zu viel zu tun und brauche viel zu lange, das um einen Tag vorbei zu bringen. Also ich brauche ja jetzt schon 3-4 Folgen pro Tag, und ich glaube, das wäre mir zu viel. Ich kann ja mal gucken, was so Aufträge überhaupt bringen würden, solche Düngeaufträge. Ernten, ernten, ernten. So, wo sind die vielen Düngeaufträge?
Momentan gibt es gar keine Düngeaufträge. Naja, also hat sich eigentlich erledigt und man sieht, man kriegt irgendwie echt läppisch wenig Geld für die Aufträge. Es ist echt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Viele machen das gerne. Und der Vorteil ist, es bringt Vielfalt. Man kann mal Geräte benutzen, die man nicht besitzt. Man kann Felder beackern, die man nicht besitzt. Und ja, aber irgendwie ist es nicht so mein Ding. Ich bewirtschafte lieber meinen eigenen Hof und finde, da ist sowieso schon immer zu viel Arbeit. Da stelle ich lieber Helfer an, als anstatt Helfer zu sein. Gut. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich werde wohl nicht meine Gärreste bei Düngeaufträgen verbraten. Darum würde es vielleicht Sinn machen, die zu verkaufen. So dass die Bevölkerung sich dann praktisch bei mir den Dünger in Form von Gärresten kaufen kann. So, klapp schon mal wieder aus, damit es dann nachher schneller geht. So. Ich schätze mal, dass das so bodennah ist, das verhindert, dass diese Gülle oder die Gärreste so überall rumgesprüht werden und vielleicht stinkt es dann weniger. Ich habe zwar keine Ahnung, aber so könnte ich mir das vorstellen. Gut, weiter geht's hier. Okay. Jetzt müssen wir hier auf dem Güllefeld wenden. Uch! So, erstmal hochklappen. Haben wir die ganze Gülle abgeschabt. Ja, das tun wir selbst mit hochgeklapptem Gerätschaften. Aber ich denke mal, das schadet nichts. Dieser Güllefarbton geht ja sowieso wieder weg. Gott sei Dank geht er wieder weg. So. Und jetzt vor dem Haus mähen. Ja, wenn ich mal ordentlich viel Geld habe und viele Kühe und vielleicht noch ein Feld und, dann werde ich auf dieses Seitenstreifenmähen auch verzichten können. Und ehrlich gesagt bin ich da ganz froh drauf. Also da freue ich mich schon drauf. Und ab und zu mal finde ich das schon ganz nett, so ein Seitenstreifen abzumähen, aber jeden Tag. So. Darum habe ich ja jetzt auch einen Teil vom Seitenstreifen in ein Feld verwandelt, weil das kann jetzt der Helfer machen. Und hier bleibt nur noch so eine kleine Fläche übrig. So. Aber ich denke mal, selbst diese kleine Fläche wird wahrscheinlich noch ein bis zwei Ladewagen voll ergeben. Das werde ich dann heute ja sehen, wie viel dabei noch rauskommt.
So. Zurück. Marsch, Marsch. So. Vielleicht kann ich hier ja einfach mal so im Kreis fahren. Das geht meistens schneller als richtiges Wenden. Na, der Güllefahrer will bestimmt gleich wieder aufgefüllt werden. So. Ich sag immer Gülle, aber es sind natürlich Gärreste. Aber ich wette, es stinkt ähnlich wie Gülle. Vielleicht anders, aber auch nicht gerade angenehm. So. Ah ja, jetzt ist der Tank leer. Okay. Fahre ich jetzt hier kurz noch diesen Streifen ab. Gut. So. Als nächstes dann hier lang. Ach. Ja, falsche Taste mal wieder. Nachladen. Gefühlt ist das schon die Hälfte vom Feld. Mal gucken, ob das stimmt. Also hier kann man es ja auch nur teilweise sehen. So. Benötigt Kalk. Na, ich will gedüngt sehen. Okay, das kann man jetzt schlecht sehen. Aber bis hier ist es, glaube ich, voll gedüngt. Dieses benötigt Kalk. Das kann ich abschalten. Okay, dann kann man sehen, es ist mit zwei Fuhren etwas mehr als die Hälfte gedüngt. Das ist doch ganz okay. Und ich denke mal, einmal drüber fahren reicht mir. Man könnte natürlich zweimal düngen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben mit der Düngerei. Ja, ich werde übrigens auch in den nächsten Tagen meine Versorgungsarbeit für die Kühe und was es so auf dem Hof am dringlichsten zu tun gibt, meinem besten Helfer, dem José, überlassen. Der wird sich um die Kühe kümmern, vor allem. Und ich denke mal, Grasernte kann ich ihm nicht zumuten. Das mache ich dann halt, wenn ich wieder da bin. Denn ich fahre nach Europa. Dort ist ein Familienfest. Und da werde ich ein paar Tage verbringen. Und wenn ich schon mal in Europa bin, dann will ich auch bei einem anderen Bauernhof, die viele Kühe haben, viel mehr Kühe als ich, will ich dort ein bisschen aushelfen, fast so eine Art Praktikum, damit ich mal den Betrieb in der Praxis mitkriege, wie es ist, wenn man richtig viele Kühe hat. Und die haben auch einen kleinen Laden, wo sie ihren selbst hergestellten Käse und solche Milchprodukte verkaufen. Die machen also auch Selbstvermarktung. Das finde ich auch eine coole Sache. Das will ich auch gerne mal sehen.
Ja, und die haben mich eingeladen, wenn ich schon mal in Europa bin, kann ich dort auch ein bisschen, kann ich kommen und mithelfen. Ja, die haben gerade Nachwuchs gekriegt und freuen sich sehr, wenn ihnen jemand die Hauptarbeit auf dem Hof mal abnimmt für ein paar Tage. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, denn da gibt es bestimmt viele Unterschiede zur Arbeit auf meinem kleinen Hof in Südamerika. Die haben auch andere Kühe natürlich. Jo. Das heißt, hier überlasse ich den Hof eine Weile meinen Helfern, aber der José wird sich da hauptsächlich drum kümmern. Und die anderen helfen halt mit, wie sonst auch. Ja, finde ich gut, dass ich auf die Schnelle jemanden entdeckt habe unter meinen Helfern, dem man so einen Hof auch mal für eine Weile anvertrauen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. So, wo haben wir denn gestoppt? Ah ja, praktisch am Ende der Reihe. Was für ein Glück. So. Na, jetzt stehen wir hier aber ganz toll. So. Und wenn ich jetzt so bleibe, dann überlappt sich das stark. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Erstmal ausklappen. So, da fahre ich dann mal die ersten Meter selber, bevor ich das übergebe, weil so kann ich das ja wohl niemandem übergeben. So, vorwärts. Jawohl. Ja, so geht's doch halbwegs. Okay. Sehr gut. Der fleißige Russi. Gut. Bevor ich abfahre, muss ich hier noch einiges tun, wie man sieht. Also Heu einfahren. Und ich denke mal, das Büsche entfernen vor meinem Haus, das mache ich dann einfach, wenn ich wieder da bin. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.